Lohnt sich die Barbara Box für 29,95 €? Wir packen sie gemeinsam aus und gucken mal. Falls ihr mich nicht kennt, ich bin also die Tussi, die alles testet, damit ihr euch das Geld sparen könnt. Und hier schauen wir jetzt mal, ob sich das denn lohnt. Ich habe hier einen guten Haufen und einen mittleren Haufen. Auf dem mittleren Haufen sind trotzdem gute Produkte, aber ich persönlich kann nicht so viel damit anfangen. Feste Duschseife, dann so eine Aromatherapie und ein Jahreskalender, aber das Jahr 23 hat ja schon angefangen, deswegen eher so Mitte. Auf dem guten Haufen ist eine schöne Bodylotion, dann ein mega teures Serum von Lancôme, eine Gesichtsmaske, dann ein Handseife-Set mit einem Nachfüllpack, was zu trinken und was zu knabbern. Im Großen und Ganzen finde ich, dass diese Box klar geht. Aber ich bin gespannt auf weitere Boxen und ob die sich vielleicht vom Inhalt für mich persönlich noch mehr lohnen. Falls dich solche Themen interessieren und solche Tests, folg mir gerne für mehr, denn bei mir findest du sowas ganz, ganz viel. Tschüss!